Zweite Übung, Variationen in der Kniebeuge. Wir können jetzt einmal nur die Kniebeuge machen. Wichtig dabei ist, dass wir wirklich ins Gesäß uns absenken hinten und nicht einfach nur mit dem Oberkörper nach vorne fallen. Das heißt, Brustbein schön heraus, Blick nach vorne und tiefe Kniebeugen. Man kann es dann steigern bis zu einer ganz tiefen Kniebeuge. Wichtiger ist auch, dass die Knie nicht nach außen wegdrehen, sondern möglichst die Längsachse stabil halten. Jetzt können wir das natürlich variieren mit anderen Übungen. Zum Beispiel nehmen wir ein Theraband. Und jetzt können wir abwechselnd Kniebeugen machen. Sagen wir mal 5 Wiederholungen, kann man jetzt variieren. Und dann machen wir eine andere Übung dazu für die Schulterblätter hinten, für die Aufrichtung. Also ziehen wir das Theraband nach hinten. Kann man auch mit einer Hantel machen, zwei kleinen Hanteln. Oder als Partnerübung mit einem Theraband, so wie wir das jetzt zeigen. Dann machen wir wieder Kniebeugen. Vielleicht ein bisschen tiefer. Und dann wieder als Variation können wir jetzt in die Breite gehen und das Theraband zur Seite auseinanderziehen. Und dann machen wir wieder 5 Kniebeugen. Können das jetzt auch variieren und vielleicht die Kniebeugen einmal schneller, dynamischer machen. Brustbein heraus, Blick nach vorne. Genau, nicht zu viel absenken. Und da können wir jetzt verschiedene Variationen, je nachdem was ihr habt, habt ihr Hanteln, habt ihr Therabänder, macht es alleine, macht es mit einem Partner in der Gruppe, kann man jetzt sich alle möglichen Variationen einfallen lassen.